Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War Barbarian Invasion mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und dem Weströmischen Kaiserreich, das sich an seinen Grenzen behauptet. Im letzten Part haben wir die Franken in die Flucht geschlagen, haben gegen Rebellen gekämpft und unsere Grenzen weiter gesichert. Wir gucken mal, wie das jetzt abläuft. In der nächsten Runde. Und ich sehe schon, die Vandalen scheinen sich hier zurückzuziehen. Dafür werden wir von den Hunden nochmal angegriffen. Aber auf der Brücke ist es, glaube ich, kein Problem. Auf der Brücke ist es auf jeden Fall besser. Vorher hatten wir ja das Problem mit der Furt, aber wenn sie uns auf der Brücke angreifen, ist gut. Da hören wir uns jetzt auch heute keine Generalsansprache an. Stell ich mal hier hin. Wir haben so wenig Bogenschützen, stell ich mal hier hin. Wir haben nur so ein paar ganz billige Limitanei. Da haben wir hier super Generäle. So, dann gucken wir mal. Stellen wir mal unsere Truppen auf. Er kann natürlich auch durchs Wasser kommen. Die meisten Einheiten der Mongolen, nicht Mongolen. ja, Medieval verseucht bin ich noch, ne? Die meisten Truppen der Hunden können, glaube ich, schwimmen. Zumindest die leichte Kavallerie von denen kann schwimmen. Euch stelle ich hier hin. Dann machen wir es ein bisschen anders. Ihr geht hier hin und hier hin. Dann machen wir das so, dass wir euch hier so ein bisschen da reinstellen. Einheiten marschiert. Bogenschützen. Hier machen wir es ein bisschen anders. Du stellst dich hier hin. Bogenschützen. Du stellst dich mal direkt dahinter. Und die barbarische Kavallerie, die gar nicht so barbarisch ist, weil das so mit unsere Elite-Kavallerie-Einheiten sind, die stellen wir hier auf, mit den Generälen zusammen. Dann gib mal Gas. Schieß doch mal auf jemanden. Da kommt doch was. Gut. Kavallerie runterschießen finde ich immer super. Macht nix. Dafür sind diese Standardtruppen da. Verluste sind echt noch sehr gering. Das läuft, das läuft, das läuft. Also ich schieße jetzt absichtlich halt die Brandpfeile rein, damit er die Moral bricht. Ach, die werfen irgendwelche Speere. Ja, da müssen wir jetzt durch, wenn der Kriegsherr da halt anstürmt, ne? Die Elite-Kriegerhorden auch, ne? Solange die Föderati da noch ein bisschen durchhalten, läuft das in unserem Sinne. Schmeißen wir mit ins Gefecht hier. Ja, da musst du echt lange auf den drauf schützen, bis da was passiert. Ne? Da steht der Kriegsherr noch mit drin. Dann gehe ich mal in den Defensivmodus.
können jetzt auch mal. Oder flüchtet tatsächlich eine Einheit. Ja gut, die Hirtenhorde, die schaffen wir gut. Nee, nee, bleibt immer hier. Ich muss ein bisschen Gas geben. Okay, da flüchtet noch eine Einheit. Na, weißt du was, stell du dich mal hier hin. Du stellst dich mal hier hin. Ja, ist halt sein General, ne? Der ist halt natürlich mächtig. Ups, da ist er schon durchgebrochen. Guckt euch das mal an. So, dann schicken wir da mal unsere Kaff mit rein. Gut, jetzt haben wir den Gen. Der feindliche General läuft davon. Nie sollte sich ein Anführer so verhalten. Doch am schlimmsten ist dies inmitten einer Schlacht. Das können wir auch hier... Erwischt ihr den jetzt bitte noch, weil es ist so super scheiße, dass er da gerade abhaut. Sie haben die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen. Ja, unsere Herzen haben sie auch ganz gut mit Furcht erfüllt. Sodass ein Großteil unserer Leute geflohen ist. Er ist abgehauen, ne? Ach, das ist so lame. Dass der Gen dann echt mit einer Einheit überlebt. Und die Kaff, da brauchen wir auch gar keine... Da brauchen wir auch gar nicht mehr versuchen, hier irgendwas zu verfolgen. Jetzt müssen wir aber für die nächste Schlacht eigentlich schon die Brücke wieder aufgeben. Ah, nervig. Weil der uns so in die Infanterie reingehämmert hat. Ja. Da kommt jetzt halt der Nächste. Was kannst denn du? Leute, ich glaube, ich mache das jetzt echt automatisch. Ich speichere mal gerade. Ich glaube, das ist gar nicht mehr Part 29, aber ja, mach mal so. Hui. Nee, okay, gut, das kannst du vergessen. Das muss ich selbst machen. Nee, das kannst du vergessen. Wenn ich das automatisch mache, dann sind die Verluste ja viel zu hoch, ne? Also nochmal. Ah, da kommen halt einfach so viele Truppen. Boah, ey, ist das so heftig hier in diesem Spiel. Positionierung starten. Legionäre! Ja, Kommandant! Stell euch hier auf. Mach mal Pause. Ja, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Da steht er da einfach doof rum. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Aber was der kann, kann ich auch. Dann stelle ich mich nämlich hier auch doof hin. Dann stelle ich mich nämlich so auf. Und dann halt so, dass er erstmal rüber auf die andere Seite muss, sodass ich ihm am besten in die Flanke fallen kann. Und dass ich ganz viele freie Schüsse auf ihn bekomme und dann meine Kavallerie einsetzen kann. Weil ich glaube nicht, dass der jetzt rüberkommt. Das sieht nicht so aus für mich. Wäre jetzt natürlich doof für euch, weil ihr wollt natürlich so eine Schlacht sehen, aber dass er so viel Missile kauft, ne? Da bringt es jedenfalls auch nichts, den Brückenkopf dicht zu machen. Einheiten, setzt Feuer ein!
Mal drüber geritten, du Pappnase. Greifst du mal bitte an, Alter. Okay, gut. Der feindliche General flieht. Stoßt weiter vor, das ich wiederum sodass jetzt auch der cool. Mut seiner Armee schwindet. Der feindliche General wurde getötet. Gut. Nun lernen seine Männer das Fürsten. Ein Erfolgserlebnis, ein guter würde ich Zeitpunkt, sagen. Um den Angriff zu verstärken. Oh, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Du krepierst doch. Der Knallkorb, du. Der hat doch nicht mehr alle Schwalben im Nest. Nee, warte, wir machen es anders. Ja, Charge von hinten, alles klar, die Nase. Boah, ist das so lame. Das ist einfach so lame. Ich hasse das. Da hört ihr es dann auch. Okay, wenigstens sterben die gut. Ich kann wieder keine Doppelklicks machen. Seht ihr es? Ach, schlimm. Ja, hau doch ab mit den Pappnasen. Lob sei den Göttern. Schlacht beenden, ich erwische die eh nicht mehr. Verlangt von also muss man doch gar keine 400 Einheiten verlieren oder 500 oder wie viel er eben verloren hat. Aha. Dann kommt die nächste Schlacht. Was hast denn du da drin? Ist ja gar nichts. Ich glaube, die mache ich auch selbst. Alter, aber wir halten hier echt die komplette Völkerwanderung auf, so nach dem Motto, du kommst hier nicht rein. Wartet auf meine Befehle! Legionäre! Ohne Befehl feuern! Legionäre! Abrücken! Abdrücken! Kohorte! Bewegung! Bogenschützen! Einheiten, haltet Stand und kämpft! Einheiten, Kavallerie! Ich glaube, wir stellen uns jetzt echt so hier hin, weil wir stehen im Wald. Wir haben ein bisschen Deckung, außer du, weil du bist der Gen. Kavallerie! Bewegung! Und dann soll er halt auch da wieder erstmal über diese Furt drüber kommen. Soll er halt seine Hot Hüs ersaufen lassen? Ich weiß es nicht. Aber vorhin habe ich da ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Einheiten formieren! Einheiten schneller! Auf nur ein kleines Stückchen zurück. Einheiten schneller! Hier kommt es jetzt nicht wirklich drauf an, dass die Einheiten verborgen sind vor der KI. Denn wir wissen ja alle, die KI weiß ohnehin, wo unsere Truppen sind. Aber es ist insofern interessant für uns, weil wir dadurch nämlich volle Deckung bekommen. Das heißt also, es wird für die KI nicht so einfach, unsere Truppen zu treffen. So, und da kommt er jetzt. Da müssen wir jetzt auch schon die Gruppe auflösen. Hier rüber.
geschützt. Ich glaube, unsere Bogenschützen schießen nicht richtig. Nicht so gut. Der feindliche General flieht, stoßt weiter vor, sodass auch der Mut seiner Armee schwindet. Greif mal dort an. Ist dann schade, dass ich den Gen nicht kriege. Komm schnell zurück. Okay, es läuft. Bei den Hunden Speerträgern muss ich jetzt ein kleines bisschen aufpassen. Weil die können jetzt tatsächlich noch einer Kavallerieeinheit von mir oder so gefährlich werden, so wie euch. Deswegen kommt ihr da jetzt mal bitte weg. Greif halt den an. Zurück. Ihr greift ja nur die flüchtenden Einheiten an. Das ist ja total Quatsch momentan. Ja, wir haben auch schon ganz viele gesagt, du kannst ja hingehen und deinem General hier diesen Trötbefehl geben, dass er da einmal in die Knalltüte bläst und so kannst du verhindern, dass er direkt beim Charge krepiert. Das stimmt natürlich auch, ist absolut richtig. Ich weiß es auch. Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. Immer die leichte Kavallerie. Also ich weiß es auch. Ich mach's manchmal. Es kommt halt immer auf das taktische Moment an. Und natürlich bei diesen großen Schlachten bringt es nicht ganz so viel wie bei kleineren, ganz weil man hoch. Da so halt dann eine bessere Micro hat. Ja super, 987 zu 42, finde ich gut. Ist doch super gelaufen. Jetzt kommt die nächste. Klick, Spam, Steuerung, S. Ich muss sofort abspeichern. Da sind die Hunde nochmal. Schickt dem Flavius mal noch so eine Einheit Sarmaten. Kann man immer gebrauchen. Imperator, General. Okay. Das ist jetzt aber echt besser gelaufen, als ich erwartet hätte. Jetzt kann ich mir schon wieder den Kopf drüber zerbrechen, wo ich die Einheiten fortbilde. Gucken wir mal ganz kurz, Rundenbericht. 40.000 sind wir jetzt mittlerweile. Eieieiei, wir sind 10.000 überm Handel. Handel und Farmwesen gleichen aber noch den Armeehaushalt aus. Das ist echt das absolute Minimum, aber eigentlich brauchen wir mehr Geld. Also vor allen Dingen dafür, dass die Gebäude so teuer sind, die wir bauen. Wir haben eine Feindarmee vertrieben, das heißt, wir haben sie komplett vernichtet. General! Euer Ehren? Beobachte und warte. 93% hätte ich, super. Hat geklappt. General, verlasse die Armee. Du startest mit der Belagerung. Für den Kampf. Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert. Imperator. Du nimmst die Ladies hier mit. Imperator. Stoß und die auch noch. Und dann haben wir nächste Runde Athen. Fest. So, was hat er? ja, super. Ich wollte jetzt gerne mal diese Ultra-Einheiten einsetzen, aber ich krieg's ja irgendwie nicht hin, ne?
Und so als Grenzpatrouille ist dann, glaube ich, auch ein bisschen zu schade. 1, 2, 3. Ja, da ist nur die Komitatense ist eigentlich zu schade für. Imperator? Herr! Dann stell doch mal die zwei da rein. Befehle? Befehle? Imperator? So, wo kann ich dich jetzt fortbilden? Hier nicht unbedingt. Da eigentlich schon eher, ja, okay. Imperator, Herr! Befehle. Dann schicken wir mal die zwei hoch nach Aquincum. Weiter! Wir sitzen fest! Ja, Befehle! Herr! Imperator! Verlasse die Armee! Sehr schöne Armee. Ja. Gut, gut, gut. General! Herr! Marschieren! Okay, fein. Dann haben wir da auch unsere Armee. Die ist gar nicht so schlecht. General! Ich glaube, dich löse ich auf. Ich nehme nämlich lieber noch so einen Föderatus. Ach, guckt mal da, die sind ja echt in alle Winde zerstreut jetzt, ne? Ab hier rüber. Wir können nicht weiter. Da hinten brauche ich ihn jetzt nicht mehr. Also noch nicht mehr. Und, nee, du bleibst da. Ja. Wir könnten jetzt den Vicus Franci belagern. Imperator? General! General! Ich denke, das schaffen wir auch. Ja. Bereit machen für den Kampf! Siedlung wird belagert! Die Siedlung wird nochmal drei Ramböcke. General, Imperator, nimm die mit. Sieht gut aus. Die Truppe da gefällt mir. Die schaffen das auch. Ja, es sieht so aus, als hätten die Piraten die Sachsen aufgemischt. Das wäre sehr, sehr gut. Da könnten die Piraten auch ruhig noch ein bisschen weitermachen. Also, ich hätte nie gedacht, dass ich den Piraten mal so dankbar sein werde wie jetzt gerade. So, was muss ich jetzt machen? Ja, Kapitän. Setz mal die Truppen hier ab und segel hier hoch. Ja, Kapitän. Momentan geht es nicht weiter. Und du gehst mal ein Feld vor auf der Straße. Weil ich glaube, wir tasten uns jetzt langsam mit der Armee hier vor Richtung Norden. Ihr seht ja, das dauert immer noch saulange, bis wir da sind. Aber irgendwann müssen wir gegen die Rebellen da kämpfen. Vielleicht wird es unsere Britannien-Armee. Also vielleicht gehen wir tatsächlich noch mit denen nach Britannien. Wobei es natürlich wünschenswert wäre, die Einheiten in Rom fortzubilden. Schade, dass es hier keine eigene Provinz mehr ist. Ah ja. Imperator, Stoß. Ja, lass ich mal upgraden. Schon sehr cool mit Silberangriff, Silberverteidigung und so. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also sowas finde ich halt immer total genial. Das fand ich zum Beispiel auch bei den Sachsen so endgenial. Dass man halt nachher diese Gold... Angriff, Bogenschützen hatte. Das war einfach richtig, richtig cool. Herr. Oh, es ist schon so spät, aber ich will noch Rome spielen und ich muss gerade ultra gähnen. Es ist bestimmt 3 Uhr. Zum Glück habe ich keine Uhr an, sondern nur meinen doofen Timer hier und ich weiß, dass ich jetzt seit ungefähr einer Stunde aufnehme insgesamt. Ja. Jetzt sehen wir gerade die Namen, ob hier irgendwo... Ich muss ja gucken, ob ich Rebellen sehe, ob ich weitere Rebellen sehe. Da oben sind welche, aber die dürfen mich momentan gar nicht jucken. Edler Meister, euer Ehren. Kann ich etwas tun? Sofort. Ohne Zögern.
Ich gucke mir gerade die Weltwunder. Ich weiß nicht mehr, was sie bringen. Vielleicht bringen sie bei Barbarian Invasion auch irgendwie nur kaum was. Imperator, stoß vor! Wir können nicht weiter! Ja, gehst du mal mit dem da raus. Ach nee. Dann geh auf normalen Steuersatz. So, dann gucken wir mal ganz schnell durch, was könnten wir denn so bauen? Ach, um den muss ich mich noch kümmern. Hol mir mal so ein. Ich brauche Quinquireme, fällt mir da gerade mal auf. Ich gucke mir das jetzt mal gerade nur ganz oberflächlich an. Ich mache jetzt hier noch nicht die abschließende, diepe Entscheidung. Forum finde ich gut, die Bäder finde ich auch gut. Nee, warte. Ja, aber mal das Teil. Die Stadt hier muss ja wachsen. Geht ja gar nicht anders. Aus dem Theater, das ist schon wichtig. Einfach nur, damit wir damit den Steuern halt auch entsprechend hantieren können. Kein Marktplatz, unglaublich. Tempel des Sol Invictus. Tja, mal gucken, was ich da sonst noch so mache. Hier brauche ich auf jeden Fall irgendwas für die Hygiene und so, damit die, also auf niedrig 0% Bevölkerungswachstum, das geht halt echt nicht. Gott, nur noch 6200 übrig. Boah. Ja. Ich denke, in Syrakus, da ginge auch eine Farmgemeinschaft, aber dann doch eher wohl die Bäder, weil das doch auch die Verschmutzung reduzieren müsste. Was machen wir hier? Normaler Steuersatz? Ja, ist eigentlich gut, ne? Muss man eigentlich gar nicht viel machen. Hier sollten wir ein bisschen mit dem Steuersatz runtergehen und versuchen, das Bevölkerungswachstum anzukurbeln, weil sonst sind irgendwann diese Städte da leer gesaugt. Auch mal hier bitte mit dem Steuersatz runter. Lauf die hier hoch, so, wie geht's weiter? Das hier sieht gut aus. Konstantinopel hat noch 7% Bevölkerungswachstum. Da würde ich sagen, da ist der Tempel Pflicht, ne? Gut, okay Leute, das war's dann auch für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zugucken. Wir sind im nächsten Part wieder dabei. Wahrscheinlich werden wir dann schon so an den Siegbedingungen kratzen. Also machen wir jetzt auch schon, aber wahrscheinlich sind wir dann schon kurz vor Kreta. Es wird eine spannende Sache. Schaffen wir es tatsächlich noch vor dem Ende von Runde über 40? Ach du meine Güte, wir sind deutlich unter 40. Schaffen wir es noch? In weniger als 40 Runden diese Kampagne zu vollenden, das wäre sensationell, da wäre ich ja echt zufrieden mit. Sehen wir alles in den nächsten Parts, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut bis dahin, Pax Vobiscum, Valete.